Ja, hallo zusammen und willkommen zu keiner neuen Folge. Ihr werdet es wahrscheinlich schon gemerkt haben, dass es so abrupt mit dem Intro losging und nicht erst diese kleine Vorspann vorher kam. Heute nicht wirklich eine Motovlog-Folge, nur kleine Zwischenwarnung sozusagen, weil die nächsten zwei Videos sind sozusagen mal in Werbung in eigener Sache. Da geht es hier um meine GoPro Fernbedienungs-App, die der eine oder andere vielleicht schon so mitbekommen hat, hatte ich ja auch schon mal erwähnt. Mittlerweile ist sie dann tatsächlich mal im App Store zugelassen worden, ist auch schon eine Zeit lang her. Und für die will ich jetzt dann halt erstmal ein richtiges Tutorial-Video in Deutsch und in Englisch bereitstellen. Und das wird mit Sicherheit irgendwas werden, was halt sich nicht jeder anguckt. Ich wollte es jetzt aber auch nicht als nicht gelistetes Video machen, um keinen zu nerven, weil ich natürlich schon will, dass es bei YouTube gefunden wird und jemand auf die App aufmerksam wird sozusagen. Deswegen kommt es halt schon als reguläres Video, aber halt von meiner Seite die kleine Vorwarnung, die nächsten zwei Videos werden also reine Anleitungsvideos hier für meine App. Und ja, das werden sich wohl relativ wenige jetzt wirklich antun wollen. Von daher könnt ihr die schon mal überspringen. Richtig interessant wird es dann wieder, oder für mehr interessant wird dann das nächste Set an Videos. So die ganzen nächsten, die ich jetzt davor habe, will ich immer in Deutsch und in Englisch produzieren. Von daher zumindest jeweils immer eins davon, nicht für jeden gedacht. Aber das soll halt das Tutorial-Video für Scenic werden. Dann kurviger.de wollte ich auch mal wieder eine aktuelle Version machen. Und dann halt, wie gesagt, mein eigenes. Das sind so die drei Sachen, die ich jetzt da zweisprachig mal machen will. Und danach kommt dann spätestens hoffentlich der Navi-App-Test-Vergleich. Oder nicht Test, nur Navi-Vergleich dran. Und ja, bis dahin wird aber schon ein bisschen Zeit ins Land ziehen. Hatte ich ja schon beim letzten Video mal so angekündigt, dass es jetzt mit Sicherheit nicht im Wochenrhythmus bei mir weitergeht, zumal die Videos ja auch immer relativ aufwendig zu machen sind. Das wird sich noch ein bisschen hinziehen. Und wenn so ein Wetter ist, dann muss ich ja zwischendurch auch immer noch mal ein bisschen fahren, auch wenn es so langsam schon ganz schön knackig wird. Obwohl, heute habe ich noch Glück, immerhin 10 Grad noch, aber da dürfen wir sich dann schon mal ordentlich anziehen. Ja, das soll es eigentlich auch schon gewesen sein für den Moment. Vielleicht noch als kleiner Tipp, bevor ich hier irgendwelche Kühe und Hunde über den Haufen renne. Machen wir erstmal kurz langsam. So eine Sorte Hund finde ich ja irgendwie lustig. Was ich hier jetzt zumindest gerade noch nebenbei versuche, während ich eigentlich einfach nur mal schnell Mittagspause wieder die Sucht stillen will. Eine kleine Änderung am Setup vielleicht, das ist euch ja schon aufgefallen. Sehr rudimentär hier am Helm, wirklich nur die Kamera, sonst nichts. Und habe hier mal das Wireless Go, in dem Fall den Empfänger an die Facecam angeschlossen. Und jetzt quasi immer noch mein selbes Lavalier-Mikrofon im Helm drin, aber halt mit dem Transmitter von dem Wireless Go, der jetzt im Moment einfach nur mal so unkoordiniert im Helm vorne drin rumfliegt. Habe trotzdem dank des relativ ausladenden Kindteils von dem E1 habe ich trotzdem noch hier genug Platz, dass es mir nicht vorm Mund rumfusselt. Aber wie gesagt, immer noch mein Lavalier-Mikrofon. Ich weiß noch nicht, was bei rauskommt. Ihr könnt jetzt sozusagen, wenn ihr das guckt, schon sagen, ob das was taugt. Mal sehen. Aber das ist nur so eine von den Spinnereien, die ich jetzt wiederum über die Wintermonate auch mal so ein bisschen ausprobieren will. Ja, jetzt aber. Das soll es gewesen sein. Wie gesagt, nur die kleine
Vorwarnung, dass jetzt dann erstmal Werbung in eine eigene Sache kommt. Das wird voraussichtlich so ziemlich genau gleichzeitig mit dem Video hier kommen, natürlich direkt danach. Aber dann demnächst geht es auch wieder mit Sachen weiter, die mehr Leute interessieren, hoffentlich. Ja, und bis dahin bleibt mir dann wie immer nur zu sagen, übertreibt's nicht und genießt den Scheiß und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Und tschüss.